Hallo und herzlich willkommen zu unserem Workshop Interoperabilität für DIGA, für digitale Gesundheitsanwendungen. Wir wollen aber gleich durchstarten mit dem Thema Interoperabilität für DIGA. Ein Thema, das eigentlich mich selber schon sehr früh erreicht hat, schon zu Zeiten, als die Dinger noch gar nicht DIGA hießen. Startups, die auf uns, auf mich zugekommen sind und gefragt haben, wie man denn den Umgang mit Daten am besten außerhalb der DIGA gestalten soll. Und das ist schon viele Jahre her und zum Glück ist jetzt in der letzten Zeit eine Menge passiert, damit das Ganze etwas besser fassbar und greifbarer ist für diejenigen, die damit umgehen müssen. Zunächst nochmal ein Bild, das ich immer wieder gerne zeige, was so ein bisschen deutlich macht, dass Interoperabilität eben halt zwar eine Definition hat, also die Fähigkeit von zwei oder mehr Menschen, wohlgemerkt Menschen, Organisationen und Systemen oder Systemen, Informationen auszutauschen, die zu verstehen und auch wieder zu verwenden. Wichtig ist für mich aber an dieser Stelle vor allen Dingen, dass es irgendwie so ein hybrides Thema ist. Es geht einerseits irgendwie um ein nerdiges, technisches Thema. Das werden wir heute auch noch sehen. Es ist ein Workshop, der durchaus ein bisschen ins Eingemachte gehen wird. Aber auf der anderen Seite hat Interoperabilität in erster Linie was mit Menschen zu tun. Und deswegen habe ich auch heute ein paar Gäste dazu gebeten, über das Thema zu sprechen und über ihre Erfahrung zu sprechen. Vor 7 Jahren gab es eine Studie, die das Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegeben hat, die sogenannte Planungsstudie Interoperabilität 2014. Damals war Interoperabilität noch ein Zungenbrecher. Inzwischen können das die meisten Leute relativ fehlerfrei aussprechen und ist auch zu vielen Gesetzgebungen zur Mindestgarnitur geworden, also eine Mindestausstattung. Und so gilt das eben auch für alle Gesetze, die zum und Regelungen, die rund um die DIGA passiert sind. Denn eine DIGA hat natürlich einen wichtigen Zweck, aber ohne dass sie Informationen austauschen, ist das natürlich ein gewisses Problem. Ich möchte, damit das Ganze nicht so ganz kompliziert wird, das ganze Thema DIGA und Interoperabilität zunächst einmal auf 3 Kernfarben eindämpfen. Und da will ich auch so einen kleinen, Weg durch mir bahnen. Interoperabilität fängt immer mit diesen 3 Bereichen an, obwohl das natürlich noch viel breiter ist, das werde ich gleich noch zeigen. Zum einen muss man genau wissen, was man eigentlich fachlich vor sich hat. Also die Medizin im weitesten Sinne, kann auch die Pflege sein, und alle anderen Disziplinen, die in der Versorgung eine Rolle spielen, müssen zunächst etwas über die Inhalte und über die Prozesse sagen, die man damit unterstützen will. Das ist im Rahmen einer DIGA beispielsweise der Prozess, ein Tagebuch zu führen. Und was für Tagebucheinträge da drinstehen, das jetzt mal als ein Beispiel von vielen, das kann man relativ gut beschreiben oder anders ausgedrückt, das muss man relativ gut beschreiben. Der zweite Bereich beschäftigt sich mit etwas, worauf ich nachher noch etwas mehr eingehen werde, nämlich mit der Notwendigkeit, einheitliche Begrifflichkeiten zu benutzen. Wir sagen dazu gerne auch Terminologien, andere sagen dazu Codes, die man für die Dinge, die man hat und die man ansprechen möchte und die man auch transportieren möchte, verwendet. Wenn man es hochtrabend ausdrückt, nennt man das semantische Annotation. Da gehe ich nachher noch drauf ein. Und erst der dritte Teil wird dann so richtig nerdig. Da geht es nämlich tatsächlich um den tatsächlichen Austausch von Informationen, um Datenformate, um Wege, wie Daten von A nach B kommen. Und natürlich auch letztlich um Lösungen. Im Großen könnte man dann von Referenzlösungen und Industrielösungen sprechen, die das, was vorher in Teil 1 und Teil 2 definiert sind, wurde, entsprechend umsetzen, um dann etwas kommunizieren zu können. Das sind also diese 3 Kernbereiche, die alle um einen idealerweise runden Tisch zusammenarbeiten an einer solchen Lösung. Das kann bei einem neuen Unternehmen natürlich ein relativ kleiner Tisch sein. Bei großen Unternehmen, großen Softwareunternehmen, Krankenhausinformationssystemen, Herstellern beispielsweise sind das durchaus auch größere Tische. Aber diese 3 Bereiche, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, sollen vertreten sein, wenn man Interoperabilität erreichen möchte. Ich habe vorhin erwähnt, Interoperabilität hat noch viel mehr Aspekte. Da geht es um Datenschutz und Datensicherheit und Transport und Identitätsmanagement. Alles Dinge, die ich heute hier zunächst nicht ansprechen möchte. Aber ich habe nachher noch einen Vorgucker, wo man sich weiter aufschlauen kann.
Insofern sind das also die drei Kernaspekte. Mit den ganzen Schalen drumherum kann man dann daraus eine runde Sache machen. Und Interoperabilität am Start bedeutet eben halt, diese drei Kernbereiche abzudecken. Auch erwähnt hatte ich, dass Interoperabilität Mensch zu Mensch in vorderster Front steht. Das heißt, wir haben eine Papierwelt teilweise ja noch vor uns, die wir schrittweise ablösen. Einfacher Text spielt zum Teil auch noch eine große Rolle. Wir sind ja immerhin Menschen, die nicht in Codes miteinander reden, sondern in ganzen Sätzen, die man hoffentlich auch ganz gut versteht. Deswegen ist das durchaus ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt der Interoperabilität. Und natürlich möchte man dann weitergehen und weitere Dinge erreichen. Das fällt dann in den Bereich der Anwendungsinteroperabilität. Da geht es um Speichern, um kontextbezogene Sicht, um das Management von Daten und natürlich auch die Wiederverwendbarkeit. Denken Sie nur an Laborwerte, die Sie einzeln reinbekommen in ein System und die Sie dann nachher irgendwann als Kurve darstellen möchten. Wir nutzen häufig den Begriff der Patient Information Journey. Da geht es darum, dass Informationen, Daten, Informationen verlässlich und eindeutig erhoben werden können. Das geht also schon beim Erheben los. Dafür braucht man eben mal diesen grünen Bereich, die medizinische, pflegerische und wie auch immer Fachdomänen, Wissen und Dokumentation, was man eigentlich erheben möchte. Und das Speichern von Informationen und auch das Austauschen. Und das sind dann letztlich diese drei Bereiche, die ich jetzt hier nochmal aufgeführt habe, die Datenerhebung, den Datenaustausch und natürlich dann auch die Datenverwendung. Fangen wir mal mit der Datenerhebung an. Datenerhebung in Apps oder auch in der Versorgung im Krankenhaus, in der Praxis, dafür gibt es viele Beispiele. Wichtig ist eben hier, wie ich vorhin schon genannt habe, dass man die Dinge eindeutig benennt. Und ich habe einfach mal ein Beispiel mitgebracht, was ich immer sehr gerne zitiere, wenn Sie eine Zahl übermitteln, die Sie hier auch lesen können, dann hat jeder so seine Vorstellung davon, was das wohl sein könnte. Und das ist, sagen wir mal, so der Anfang davon, dass man weiß, jetzt hat er da einen Messwert irgendwie 39 und weiß trotzdem nicht so ganz genau, was damit gemeint sein könnte. Vielleicht wird der eine oder andere an Schuhgrößen gedacht haben, ist ja bald Weihnachten, da braucht man Geschenke und dann muss man natürlich die Schuhgrößen behalten. Aber das ist in diesem Falle natürlich auch nur eine Möglichkeit von vielen. Und Interoperabilität hat sehr viel damit zu tun, dass man Dinge sehr eindeutig ausdrückt. In diesem Falle geht es also nicht um die Schuhe, sondern es geht um die Körpertemperatur. Und natürlich ist das etwas, was dann auch noch eine Einheit dabei hat. Typischerweise messen wir das in Grad Celsius. Und auf diese Art und Weise macht man die bloße Zahl 39 zu einer relativ sicheren Angelegenheit, dass jeder versteht, was damit gemeint ist. Das klingt simpel, aber ist unabdingbar für auch komplexere Kommunikation. Die fachlichen inhaltlichen Anforderungen werden typischerweise von Ärzten, Pflegekräften, wie auch immer, in Datenelementen zusammengefasst oder vielleicht sogar in ganzen Datenmodellen. Und dann weiß man beispielsweise, was für Aspekte alle als Beispiel für eine Impfung von Bedeutung sind. Wenn man also eine Impfung dokumentieren möchte, dann gibt es da eine ganze große Palette von Dingen, die man kennen soll. Und davon sucht man sich natürlich dann diejenigen Dinge heraus, die man tatsächlich braucht. Das muss man sich also nicht selber ausdenken. Und das ist vielleicht eines der wichtigsten Botschaften auch für heute. Interoperabilität, wir werden das gleich noch sehen, hat noch mehr Aspekte. Und sieht auch manchmal so aus, als ob das sehr mühselig ist. Aber wir haben schon sehr viele Dinge vorbereitet und deswegen habe ich heute auch Gäste da, die uns dort in dieser Hinsicht ein wenig Licht ins Dunkel bringen können, dass man da also ganz gewiss nicht alleine ist. Diese fachinhaltlichen Anforderungen werden entsprechend dokumentiert. Ich habe jetzt mal ein Beispiel herausgenommen. Wenn man Vitalzeichen dokumentieren möchte, dann macht man sich eben halt eine Idee, eine Liste von Dingen, die man gerne speichern möchte und dann natürlich auch später kommunizieren möchte. Und wie gesagt, für das Speichern ist das jetzt erstmal eine Sache, wo man ja selber weiß, wie man die speichert. Aber sobald man kommunizieren möchte und jemand anders das auch treffsicher und sicher verstehen soll, muss man das etwas anreichern, sodass Interoperabilität entsteht. Diese Datenelemente oder Datensätze sind eben definiert. Was macht eine Körpertemperatur aus? Wie wird die zum Beispiel auch am liebsten gemessen?
oder interessiert mich das gar nicht? Das sind auch wichtige Geschichte. Oder wie ist ein systolischer Blutdruck definiert? Das klingt jetzt auch banal, weil jeder vielleicht weiß, was ein systolischer Blutdruck ist. Aber das ist ja auch nur ein Beispiel für viele Dinge, wo auch Sachen schiefgehen können, dass man glaubt, etwas verstanden zu haben, aber dann doch unterschiedliche Auffassungen hat. Noch ein paar andere Beispiele, und das Ganze führt dann zu solchen Gruppen, wenn man so will, von Definitionen, die dann insgesamt zeigen, was letztlich kommuniziert werden soll. Ich habe das hier mal mitgebracht, Fachdomäne Medizin, wie gesagt, im weitesten Sinne. Ein Beispiel dafür, die Gruppierung eben halt für Vitalzeichen, wo die Einzelwerte dann erfasst werden. Das Ganze hat einen Messwert und eine Einheit in diesem Falle. Typischerweise gibt man auch die Einheiten vor, damit man nicht durcheinander kommt mit Inches und Metern. Da sind schon ganze Raumsonden dran krepiert, weil die Einheit gefehlt hat. Und dann eben auch vielleicht sonstige Dinge, zum Beispiel das Datum der Messung scheint ja auch ganz wichtig zu sein. An das alles muss man nicht selber denken, wie gesagt. Da gibt es schon vorbereitete Blöcke, Bibliotheken, wenn man so will, auf das wir nachher noch eingehen. Aber das ist wichtig, um zu verstehen, was die Notwendigkeit ist. Der zweite Schritt ist dann die Hinzufügung von Terminologien, von Codes. Dafür gibt es auch ein großes Set von Codes. Und man fragt sich natürlich jetzt die ganze Zeit, warum brauche ich eigentlich Codes? Wenn ich dir sage, das ist eine Körpertemperatur, dann hast du doch gefälligst zu verstehen, was ich damit meine. Und in Wirklichkeit ist das nicht ganz so einfach. Und deswegen spielt Codierung, spielen Terminologien in der Interoperabilität eine wichtige Rolle. Deswegen möchte ich kurz einen Ausflug machen, warum das so notwendig ist. Und deswegen möchte ich hier eine vietnamesische Weisheit an die Tafel malen, denn die, sagen wir mal, dieser Bereich, der weiß ziemlich gut, was es auf sich hat mit Codes. Sie alle, das ist ein Vietnamese bei mir im Kiez, spielt aber keine Rolle, geht im Prinzip mit jedem Restaurant. Sie kennen diese Karten, wenn es ausländische Restaurants sind, dann stehen da auch teilweise abenteuerliche Namen drauf, die man gar nicht aussprechen kann. Meistens ist das dann auch in Deutsch erzählt. Und es ist eine sehr übliche Verfahrensweise, dass wenn man bestellt, nicht den Zungenbrecher dort ausspricht, sondern dass man sagt, ich hätte gern einmal Nummer 52. Und das ist eine Kurzschrift. Das ist das, was Computer besonders gut mögen, irgendwas kurz zu halten. Zahlen finden Computer besonders gut. Und damit wird das Ganze natürlich auch sehr sicher, weil wenn man 52 bestellt, kriegt man meistens nicht 37. Der Nachteil davon ist, dass diese Nummer nur hier gilt. Nur in diesem Restaurant gilt, dass 52 dieses Menü ist. Wenn Sie in den Nachbarrestaurant gehen, ist die 52 natürlich möglicherweise was ganz anderes. Deswegen ist es in der Medizin, also beim Essen ist es nicht ganz so schlimm, wenn man dann mal die 37 ausprobiert oder die 52 was anderes ist. In der Medizin kann man sich das nicht leisten. Dort muss man eindeutig sein. Und da gibt es unter Menschen, unter Ärzten beispielsweise, die medizinische Fachsprache. Und wenn man Computer mit hinzunehmen will, dann sind medizinische Codierungen notwendig. Und die gibt es in unterschiedlicher Couleur und Farbe. Und gute Codesysteme zeichnen sich dafür aus, dass sie, das habe ich jetzt hier aus dem Kinderzimmer geklaut, so aussehen wie Mobiles. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich kann mich vielleicht mal hier hinstellen. Das ist ein gutes Codesystem. Ein gutes Codesystem hat hier oben an der obersten Stelle einen Code. Und da dran hängt zum Beispiel die Bedeutung dieses Codes, zum Beispiel in der medizinischen Fachsprache. Daneben gibt es aber auch noch ein anderes Ding, hier zum Beispiel. Das ist die patientengerechte Sprache. Also wenn ein Arzt einem Patienten erzählt Hypertonie, dann verstehen die meisten Patienten das schon. Es gibt aber andere Sachen, ich muss da ein bisschen aufpassen, sonst ist das wieder alles durcheinander. Es gibt aber auch Patienten, die diese Begriffe nicht verstehen oder andere Begriffe nicht verstehen. Computercodes können also helfen, so ein Mobile aufzubauen, dass ein Code hier oben an der Stelle ist und darunter verschiedene Aspekte hängen. Und es geht sogar noch weiter. Ich kann damit sogar auch internationale Codes dranhängen. Hypertension wäre dann der englische Begriff oder in jeder anderen Sprache. Und das macht ein gutes Codesystem aus. Und ein so gutes Codesystem ist beispielsweise SNOMED, das genau das abbildet, was ich hier in der Hand habe. Also ein Code ganz oben und viele andere Dinge darunter subsumiert.
Brauchen tue ich für meine DIGA beispielsweise, um interoperabel zu sein, eigentlich nur die ursprüngliche Bezeichnung oder meine Bezeichnung, in jedem Falle aber den Code. Denn wenn ich den übermittle, dann weiß der andere, was ich damit meine. Das ist die Idee von Interoperabilität und von Codes. Ach du meine Güte, ich habe zum Glück eine Kollegin, die mir das schon mal einmal auseinandergebaut hat, also auseinandergefriemelt hat, weil ich es natürlich hoffnungslos verknotet habe. Also, es können verschiedene andere Dinge an so einem Knoten hängen, an so einem Code hängen, Synonyme, patientenfreundliche Begriffe hatte ich erwähnt und noch viele andere Dinge, die man dort entsprechend unterbringen kann. Beliebtes Beispiel ist auch, dass manche Begriffe eben halt sehr verschieden interpretiert werden. Ich benutze immer gerne das Wort Hund dafür. Wer einen zu Hause hat, denkt natürlich an seinen Zuhause zuerst. Und dann fällt einem auf, dass man selber einen kleinen Pfiffi zu Hause hat oder einen großen Schäferhund. In der Medizin kann man sich so etwas nicht leisten. Da muss man eigentlich relativ präzise sagen, ob die Therapie sanft oder aggressiv ist, als ein Beispiel. Und deswegen gibt es auch dafür Codes, die man verwenden kann, die man auch vorher schon herausfinden kann, sodass man genau weiß, was eigentlich damit gemeint ist und damit Kommunikation interoperabel, sprich treffsicher und zielsicher zu machen. Also, die medizinische Fachsprache unter Menschen wird dadurch ja nicht beeinflusst, die gibt es nach wie vor, aber auch Patienten müssen mit Ärzten und Ärztinnen sprechen. Eine patientengerechte Sprache ist ist wichtig und das Beispiel mit der Hypertonie habe ich ja schon angeführt. Und deswegen gibt es eben halt Codes, die man verwendet und anreichert, semantische Annotation, wie gesagt, was ich vorhin erwähnt habe, damit man sehr viel eindeutiger kommunizieren kann, worum es eigentlich geht. Das Ganze gibt es auch in einer Hierarchie. Das können Sie sich jetzt leicht vorstellen, denn eigentlich ist auch das Mobile schon so eine Art Hierarchie. Und damit kann man sogar Wissen abbilden, dass man zum Beispiel weiß, dass eine Viruspneumonie beispielsweise auch eine Lungenentzündung ist, patientenfreundlicher Term. Und dass man damit eben halt auch eine Menge anderer Verhältnisse dieses Begriffes mitbekommt, dass zum Beispiel die Ursache ein Virus ist und so weiter. Das Ganze muss man natürlich nicht in den Vordergrund bringen. Wenn ich mir jetzt das Innenleben einer App zum Beispiel anschaue oder einer Anwendung im Krankenhaus, dann muss niemand diese Codes kennen. Es gibt heute viel mehr Möglichkeiten als vielleicht noch vor einiger Zeit, moderne Oberflächen zu gestalten, die das Ganze interoperabel im Hintergrund gestalten. So kann man beispielsweise dort irgendwelche Buchstaben eintippen, das kennen Sie alle, zum Beispiel von Google, und dann werden Ihnen bestimmte Dinge vorgeschlagen. Und eine gute App, eine gute Anwendung macht daraus im Hintergrund die richtigen Codes. Denn es ist ein großer Unterschied, ob ich einen Flüssigkeitsüberschuss oder ein Flüssigkeitsdefizit habe. Und auf diese Art und Weise wird das eindeutig. Das Gleiche gilt natürlich auch für viele andere Dinge. Moderne Instrumente der User-Interfaces können da entsprechend die Dinge anbieten. Und das Ganze wird dann intern semantisch annotiert, bevor es dann kommuniziert wird. So kommen wir also zu diesem Bild, Definitionen. Welche medizinischen Sachverhalte will ich abbilden? Welche Terminologien und Codierungen will ich abbilden? Und das Ganze endet dann schließlich in den Daten, auf die ich gleich zurückkomme. Vielleicht hier noch ein kleiner Ausflug. Ein wichtiger anderer Aspekt ist das Identitätsmanagement. Wenn man Kinder hat, wird man die nicht nummerieren. Die kriegen Namen, das ist auch ganz sinnvoll so. Aber auch diese Namen sind natürlich nur innerhalb der Familie hoffentlich eindeutig. Sobald man die Familie verlässt, braucht man irgendwelche anderen Instrumente. Wir kennen das Instrument der Nachnamen, ist auch nicht ganz eindeutig. Auch das muss man in der Medizin besser machen. Man muss genau wissen, welcher Arzt gemeint ist und welcher Patient gemeint ist oder welche Organisation. Deswegen spielt das einheitliche Identifikationsmanagement auch eine bedeutende Rolle. Kehren wir zu unserem Bild zurück, was wir vorhin gesehen haben. Letztendlich geht es ja darum, dass in diesem Bereich hier vorne Definitionen gemacht werden über Art und Weise, was man erheben will und über die Terminologien. Und dann will man natürlich letztendlich diese ganzen Sachen in die Anwendung bringen. Das heißt, es gibt dann letztendlich die Notwendigkeit, daraus Daten zu machen und diese Daten dann entsprechend einzufüllen nach den Vorgaben, die auf der anderen Seite sind. Also diese Bereiche zusammengefasst machen daraus eine leichte
interoperable Kommunikation. Jetzt bin ich Bluetooth aufgesessen. Ich muss wieder zurück, sonst kann ich nicht weiterschalten. Gut. Ja, dann Datenaustausch. Da geht es um die Verpackung. Also wenn wir jetzt wissen, was wir austauschen, wenn wir einen Code haben, wenn wir zum Beispiel auch noch das Datum mit dazu erfassen und den eigentlichen Messwert, das in unserem Beispiel, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Strukturen, die vorgegeben sind, damit wir diesen Messwert, wenn man so will, kommunizieren können. Und da geht es eben halt um das eindeutige Verpacken, um Strukturen. Und das ist deswegen so wichtig, weil es, auch da habe ich wieder ein total einfaches Beispiel mitgebracht, weil man eben auch da Verwechslungen unterliegen kann. Zum Beispiel Oliver Alexander, das sind zwei Vornamen oder ist das da eine davon ein Nachname oder wie ist das nochmal? Also wenn man auch solche einfachen Dinge nicht vereinheitlicht überträgt, dann kann das eben auch schiefgehen. Wenn man Patienten mal mit dem falschen Namen anspricht, ist das vielleicht nicht ganz so schlimm, aber Sie können sich in Ihrer Fantasie sicherlich Dinge ausdenken, wo das Ganze relativ kompliziert ist oder auch sogar zu Schwierigkeiten führt. Also der letzte Schritt, Datenformate für den Datenaustausch. Da hat sich für die technische Repräsentation etwas ergeben in den letzten 3 Jahren, dass man für dieses Datenformat die sogenannte Fast Healthcare Interoperability Resources nutzt, ein Rahmenwerk, eine Art Standard, die man genau auf die Bedürfnisse zuschneiden kann, die ich gerade skizziert habe. Das, was wir also auf der grünen Seite definiert haben, was meine Anwendung können soll, und was in der blauen Mitte mit Codes angereichert ist, kann ich mit diesem Format also treffsicher auch übermitteln. Das heißt, wir haben auf der anderen Seite neben den Definitionen medizinisch, pflegerisch und so weiter, den terminologischen Definitionen, auch einen dritten Bereich, das sind die Datenformate. Und die werden eben halt in diesem Rahmenwerk, in diesem Standard FHIR, so wird das genannt, entsprechend übermittelt. Und letztendlich haben wir dann, wenn man so will, mit den Definitionen, mit der Terminologie und den Datenformaten alles gemacht, was wir brauchen, damit wir Informationen sicher von A nach B übertragen können und mehr oder weniger sehr sicher sein können, dass das Gegenüber das auch richtig versteht. Das heißt, diese Dinge werden dann, wie gesagt, das war ja unser Ziel, mit entsprechenden Daten gefüllt und das kann man dann entsprechend kommunizieren. Das eine ist also der definitorische Teil und das andere ist dann der, wenn man so will, der Routinebetrieb, wo dann tatsächlich Daten nach diesen Vorgaben ausgetauscht werden. Naja, und was zur Datenverwendung kommt, da kann man sich selber eine ganze Menge ausdenken. Da gibt es Daten in der Versorgung. Wir haben eine elektronische Patientenakte, wo Daten eingebracht werden können. Aber auch Daten für die Forschung, die natürlich auch darauf angewiesen ist, dass man Daten aus der Versorgung möglichst gut versteht und übernehmen kann. Kleiner Ausflug, eine Mini-Mockup-App. Mockup natürlich deswegen, weil ich jetzt hier keine App bauen will, sondern weil ich einfach nur zeigen will, wie das letztendlich funktionieren könnte. Ich habe mir vorgenommen, für diese nächsten 3 Minuten eine App zu entwerfen, die ein häusliches Telemonitoring gestattet bei chronischer Herzinsuffizienz. Diejenigen, die so eine App machen, wissen natürlich super gut Bescheid darüber, was man da alles wissen muss. Ich habe mir da nur ein paar Sachen rausgenommen für die häusliche Erhebung. Natürlich geht es immer um einen Patienten, der das macht und das möglichst regelmäßig macht, damit er in entsprechender, wenn man so will, Überwachung ist. Und deswegen habe ich hier auch ein solches Mini-Datenmodell aufgebaut. Der Patient, den ich hier gar nicht näher beleuchten will, da gibt es viele Möglichkeiten, sich das genau anzuschauen, wie das aussehen kann. Aber dann eben auch die Überwachungsparameter selbst, wie zum Beispiel Herzfrequenz oder die Regelmäßigkeit der Herzfrequenz, Körpergewicht und der Blutdruck, der ja selber wieder in systolischen und diastolischen Blutdruck aufgeteilt ist. Das Ganze also der Blick durch die grüne Brille, durch die medizinisch-fachinhaltliche Brille, wie die Überwachungsparameter, was das für Parameter sind. Nächster Schritt wäre also dann, diese Dinge entsprechend semantisch zu annotieren. Das heißt, neben diesen Dingen auch noch weitere Sachen festzulegen. Wir haben bei der Herzfrequenz natürlich das Problem, dass wir wissen müssen, mit welcher Einheit man das misst. Also Schläge pro Minute, könnte man sagen, wäre eine gute Einheit, typischerweise. In Computereinheiten gibt es dafür übrigens auch.
Oder man entdeckt, dass bestimmte Dinge ganz gut in Gruppen aufbewahrt werden, wie zum Beispiel die Blutdrücke, die doch irgendwie miteinander was zu tun haben, wie zum Beispiel der systolische oder diastolische Blutdruck. Der nächste Schritt ist dann, diese ganzen Sachen zu annotieren mit Terminologien. Da gibt es also entsprechende Codesysteme, die die Herzfrequenz annotieren oder die auch den systolischen oder diastolischen Blutdruck eindeutig kennzeichnen. Das wäre dann der nächste Schritt auf der Basis und der Verwendung internationaler Terminologien, sodass das eben, wie gesagt, denken Sie ans Mobile, auch der Portugiese oder die Spanierin in dem Krankenhaus versteht. In manchen Fällen braucht man weitere, sagen wir mal, Codes. Beispielsweise findet man für die Regelmäßigkeit des Herzschlags, wenn man die vom Patienten abfragt, beispielsweise so ein paar Hinweise, wie man das wohl feststellt, dass ein Patient selber sagt, ich habe einen regelmäßigen oder einen unregelmäßigen Herzschlag. Da würde man in der App beispielsweise entsprechenden Knopf anbieten und dann könnte man das auf diese Art und Weise gut auch kodieren. Sie haben das vorhin gesehen mit dem Hintergrund, wo das ganz gut funktioniert. Ja, und dann zum dritten Bereich Datenaustausch. Dort geht es um FHIR. Dafür werden wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Wie gesagt, wir brauchen diese Dinge, wir müssen diese Dinge alle tun, damit wir interoperabel sind. Aber wir haben in der letzten Zeit, ich würde sagen auch im letzten Jahr, würde ich mal sagen, eine ganze Menge dazugelernt, wie man jeden unterstützen kann, der in diese Richtung gehen will, sodass man nicht natürlich alles alleine machen muss. Das Stichwort heißt ja auch so ein bisschen Community, also eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Da gibt es immer die einen Schlaumeier oder Leute, die jetzt gerade oben stehen und irgendwelche klugen Sprüche sprechen, wie ich gerade. Und andere, die einfach irgendwas machen müssen. Und das Ganze bildet eine Community, die allen helfen kann, gegenseitig helfen kann, diese Dinge auch tatsächlich zu realisieren. Also zusammengefasst, Standards benutzen wir in verschiedenen Bereichen, im Bereich der Terminologien, auch im Bereich der Datenformate, um dann letztendlich das in den Betrieb zu bringen, um Daten zu erheben und die auch interoperabel so vorrätig zu haben und kommunizieren zu können, damit die entsprechenden Empfänger etwas damit anfangen können und nichts missverstehen. Ein wichtiger weiterer Schritt ist, dass man diese Dinge für die Terminologien und Datenformate zumindest in sogenannte Profile gießt, sodass man genau weiß, was man jetzt vor sich hat, also eine Beobachtung Körpertemperatur, eine Beobachtung Herzfrequenz und dass man eigentlich, wenn man so will, diese gesamten Bereiche, Definitionen, Terminologien und Datenformate in Leitfäden zusammenfasst. Und jetzt beginnt natürlich eine ganze Menge von Wirrwarr, was die Begrifflichkeiten angeht. Und deswegen habe ich jetzt, wenn ich so will, meine Community gebeten, jemanden hinzuzunehmen, der sehr viel besser versteht, wie diese ganzen Dinge alle zusammenhängen. Und ich freue mich, dass, wenn die Technik klappt, Simone Heckmann jetzt bei mir ist. Sie wird uns ein bisschen was zu diesen ganzen Begrifflichkeiten erzählen. Und ich habe ja gesagt, das kann auch ruhig ein bisschen nerdiger werden, weil das ist natürlich auch so ein bisschen ein technisches Thema. Wir kommen danach wieder auch down to earth. Ich gehe dann auch von der Bühne runter und werde mit meinen Gästen sprechen, damit wir dann auch ein bisschen wieder eine Erdung kriegen, was hier eigentlich alles schon gemacht ist und was man alles schon verwenden kann. Hallo Simone, hörst du mich? Hallo, hört ihr mich auch? Ja, super, cool. Ja, du hast dich bereit erklärt, uns ein bisschen in die Begriffe, sagen wir mal, die Begriffe ein bisschen zu beleuchten. Und da würde ich dich bitten, dass du das einfach jetzt tust. Sehr gerne. Ich habe auch meinen Bildschirm geteilt. Ist der für euch zu sehen? Im Moment sehen wir noch dein Bild. Jetzt sehen wir dich auch. Auf dem Foto warst du eben zu sehen. Jetzt bist du live zu sehen. Hervorragend. Und jetzt müsstest du noch deinen Bildschirm teilen. Ich glaube, dann haben wir... Ich bilde mir ein, das hätte ich gemacht, aber anscheinend doch noch nicht. Ah, hast du gemacht, gut. Moment. Ah ja, ich sehe das gerade. Entschuldigung, natürlich. Okay. Los geht's, danke. Gut, prima, danke schön. Dann mache ich mal eine kurze Einführung in das Thema Implementation Guides. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Simone Heckmann. Ich leite das Technische Komitee für FHIR bei HL7 Deutschland und bin außerdem Geschäftsführerin der Gefira GmbH, einem Beratungsunternehmen, was sich auf Beratung und Schulungen rund um das Thema FHIR, um die Anwendung dieses internationalen Standards spezialisiert hat.
Zunächst mal, was ist eigentlich ein Leitfaden? Wenn man Wikipedia fragt, was ist ein Leitfaden, dann findet man dort als Definition eine Handlungsvorschrift mit bindendem Charakter. Würde man einen Standardisierer fragen oder jemanden wie mich oder Kai, die jetzt eben bei Standardisierungsorganisationen auch zugange sind, würden wir wahrscheinlich sagen, ein Leitfaden ist eine Anleitung für die Entwicklung kompatibler Softwarelösungen. Beispiele aus unserem Umfeld, also aus dem Gesundheitswesen, wären zum Beispiel die Leitfäden oder auch Profile, wie sie genannt werden, von IHE, einer internationalen Organisation, einem Herstellerverband, die eben genauso etwas hauptberuflich tun, nämlich solche Implementierungsleitfäden zu verfassen. Und von dieser Organisation gibt es dann auch ganz viele verschiedene Leitfäden für verschiedene medizinische Use Cases, Szenarien, zum Beispiel das radiologische Order Entry. Und diese Leitfäden basieren dann auf ganz unterschiedlichen Standards, je nachdem, welcher Standard für den konkreten Use Case am geeignetsten erscheint. Auch bei HAL7 Deutschland oder anderen deutschen Organisationen werden regelmäßig solche Leitfäden erstellt. Ein weiteres Beispiel wäre der Implementierungsleitfaden für einen Arztbrief basierend auf der CDA-Spezifikation oder eben auch internationale Zusammenarbeiten verschiedener Organisationen, beispielsweise zur Beschreibung eines International Patient Summaries, also einer internationalen Patientenkurzakte. Das ist eine Gemeinschaftsarbeit von HAL7 und IHE International. Auch sowas wäre letzten Endes ein Implementierungsleitfaden, der eben genau beschreibt, wie man in diesem Szenario Daten austauschen soll. Ich habe gerade eben von IHE-Profilen gesprochen in diesem Zusammenhang. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn ein Unterschied zwischen einem Profil und einem Leitfaden? Und die Antwort auf diese Frage hängt jetzt davon ab, wen man diese Frage stellt. Wenn man Leute fragt, die viel mit diesen IHE-Spezifikationen zu tun haben, die werden sagen, ja, das ist das Gleiche. Weil in diesem Kontext wird unter einem Profil tatsächlich praktisch der gesamte Spezifikation für einen konkreten Use Case beschrieben. Also das Profil wäre in dem Fall tatsächlich synonym zu dem Implementierungsleitfaden. Fragt man jetzt aber stattdessen jemanden aus der FHIR-Community, würden diese Personen antworten, nein, das ist nicht das Gleiche. In FHIR hat nämlich das Wort Profil eine ganz besondere Bedeutung. Wir verstehen unter einem Profil die Summe der Constraints, also der Einschränkungen, die beschreiben, wie ein konkreter FHIR-Ressourcentyp, zum Beispiel eine Observation oder eine Condition, in einem bestimmten Kontext verwendet wird. Wir hatten vorhin das Beispiel, wo die Observation verwendet wird, um Vitalparameter, zum Beispiel einen Blutdruck, abzubilden. Und da gelten bestimmte Constraints. Da muss an einer Stelle der Code für Blutdruck stehen, an der anderen Stelle darf nur die Einheit Millimeter HG verwendet werden. Das sind solche typischen Constraints, die man dann beschreibt. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum braucht man in FHIR sowas? Warum gibt es das nicht schon immer und für andere Standards? Bei FHIR, ich meine, die Notwendigkeit war schon immer da, dass man bei einem bestimmten Datensatz, den man verwendet, einem bestimmten Format, das man verwendet, nochmal präzisiert, wie man dieses Format in einem konkreten Kontext einsetzt. Das Besondere an FHIR ist, dass man aber hier diese Beschreibung nicht in Prosa verfasst und dann in ein PDF reinschreibt, sondern dass man diese Constraints maschinenlesbar macht. Und in dieser maschinenlesbaren Form können wir dann in einem FHIR-Profil beispielsweise Pflichtfelder definieren. Sagen, bei einem Blutdruck muss immer ein systolischer und ein diastolischer drinstehen, da muss immer der Zeitpunkt der Messung drin sein und es muss immer eine Maßeinheit angegeben werden. Wenn diese Minimalanforderungen nicht gegeben sind, können wir mit einem Blutdruckwert nichts anfangen. Das sind aber Constraints, die gelten eben für den Fall Blutdruck und sind nicht generell für alle Observations gültig. Ein Puls hat eben keinen systolischen, diastolischen Wert oder eine Sauerstoffsättigung hat eben eine andere Maßeinheit typischerweise.
Was wir ebenfalls festlegen können in diesem Profil ist, welche Felder überhaupt verwendet werden oder überhaupt berücksichtigt werden in einem bestimmten Use Case, die aber nicht zwangsläufig immer Pflichtfelder sein sollten. Bei einem Blutdruck könnte man zum Beispiel dazu sagen, ob der im Sitzen, im Stehen oder im Liegen gemessen worden ist. Aber auch ohne diese Information hätte ein Blutdruckmesswert eine Verwendbarkeit, eine Aussagefähigkeit. Das wäre zum Beispiel ein solches Must-Support-Feld, wo man sagt, es sollte gefüllt sein nach Möglichkeit. Aber wenn man die Information mal nicht hat, dann ist das jetzt auch kein Drama. Deswegen können wir den Blutdruck trotzdem verwenden. Weiterhin gibt uns der FHIR-Standard die Möglichkeit, den Standard zu erweitern. Denn ein Standard kann nicht alles berücksichtigen. Der kann nicht alles vorausahnen, was jemals an Use Cases auf ihn zukommen wird, was man in den verschiedenen Ländern oder den verschiedenen Implementierungen alles Spezifisches braucht, was die in verschiedenen medizinischen Domänen an Besonderheiten hinzukommt. FHIR versucht einfach, das zu standardisieren, was all diesen Use Cases gemeinsam ist und was man in den häufigsten Fällen tatsächlich benötigt. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass man in vielen Fällen diesen Standard erweitern muss, um wirklich alles abbilden zu können, was man in einer bestimmten Nische des Gesundheitswesens konkret braucht. Und auch das hält man maschinenlesbar in einem Profil fest, indem man sagt, das sind die Extensions, die wir für unseren Use Case benötigen. Dann natürlich sind diese Festlegungen über die verwendeten Terminologien, also wie kodiert man bestimmte Dinge, welche Code würde man zum Beispiel verwenden, um einen Blutdruck abzubilden, welchen Code verwendet man, um den systolischen vom diastolischen zu unterscheiden. Auch das ist Bestandteil des Profils. Zusätzlich kann man noch Regeln angeben, solche typischen Wenn-dies-dann-das-Regeln oder die Überprüfung der Gültigkeit einer Eingabe. So etwas können wir in FHIR auch in einem Profil in maschinenlesbarer Form festhalten. Wir nennen das dann eine Invariante. Wer schon mal sich mit FHIR-Spezifikationen auseinandergesetzt hat, kennt vielleicht die Darstellung, die wir hier sehen. Grundsätzlich werden in FHIR alle Ressourcentypen, alle Datensatzformate in dieser Baumdarstellung repräsentiert. Was wir aber hier sehen, ist eine profilierte Ressource. Das heißt, hier ist grau, etwas leicht grau hinterlegt, das, was der Standard uns vorgibt. Und hervorgehoben ist das, was in diesem Profil am Standard verändert worden ist. Wobei verändert an der Stelle das falsche Wort ist, denn ein Profil kann niemals Dinge ändern, die der Standard vorgibt. Das Profil kann immer nur stärker einschränken, kann etwas genauer sein als der Standard, der zugrunde liegt. Hier sehen wir zum Beispiel, dass die Kardinalitäten hier eingeschränkt worden sind. Hier wurde die maximale Kardinalität beschränkt. Hier wurde die minimale Kardinalität beschränkt. Also hier wurde ein optionales Feld zu einem Pflichtfeld gemacht. Und wir sehen hier einige Felder, die mit diesem roten S gekennzeichnet sind. Das sind also die Informationen, die in diesem Kontext hier erwünscht sind, auch wenn sie nicht zwingend immer vorhanden sein müssen. Wenn man jetzt aber ein solches Profil erstellt, dann bastelt man nicht in einem grafischen Editor hier dieses Bäumchen zusammen, sondern was man immer tut in FHIR ist, erstellt eine maschinenlesbare Version des Ganzen. Und das sieht man dann auch hier. Hier kann man das Gleiche, das, was man hier grafisch sieht, in seiner ursprünglichen Form betrachten, nämlich als beispielsweise eine XML-Ressource, die eben hier die Struktur dieses Profils genau in maschinenlesbarer Form beschreibt. Wie wir aber gerade festgestellt haben, ist so ein Profil ja nur ein einzelnes Teilchen dessen, was den ganzen Implementierungsleitfaden in FHIR ausmacht. In diesem Fall beschreibt dieses Profil ja nur, wie man eine Diagnose abbildet. Aber ein Use Case braucht ja mehr als nur Diagnosen. Dort braucht man auch Patientenstammdaten, dort braucht man vielleicht auch verschiedene Observations, man braucht vielleicht Informationen zur Versicherung, zum behandelten Arzt. Das heißt, man braucht dann auch entsprechend mehrere Profile, um diese verschiedenen Datenstrukturen, die man verwendet, jeweils auf den konkreten Use Case hin zu präzisieren. Weiterhin braucht man Beschreibungen, was die verwendeten Terminologien angeht. Auch das wird in FHIR alles als maschinenlesbare Ressourcen abgebildet. Das Gleiche gilt für die Beschreibung der Interaktionen, die in einem Use Case benötigt werden.
Braucht man zum Beispiel lesenden und schreibenden Zugriff auf bestimmte Daten oder genügt ein lesender Zugriff? Welche Suchparameter müssen zur Verfügung stehen, um nach bestimmten Informationen auf einem System suchen zu können? Auch das beschreiben wir in FHIR mit maschinenlesbaren Ressourcen. Und am Ende wird das Ganze zusammengepackt zu dem, was dann am Ende der Leitfaden oder der Implementation Guide ist. Der Prozess des Erstellens eines solchen Implementation Guides ist es also zunächst mal, diese ganzen maschinenlesbaren Einzelteile zu definieren und einzusammeln, sie dann aber auch mit menschenlesbarem Beiwerk zu verzieren. Man möchte natürlich einem Entwickler nicht einfach diese ganzen XML-Dateien an den Kopf werfen und sagen, hier steht, was du machen musst, sondern man möchte das Ganze natürlich auch in eine menschenlesbare Form bringen, beispielsweise die gerade gezeigte Darstellung hier, die eben für einen Menschen viel einfacher lesbar ist als eine XML-Datei. Wir möchten vielleicht auch begleitenden Text hinzufügen, ein Einleitungskapitel schreiben. Wir möchten vielleicht Tipps und Hinweise geben, Beispieldaten hinzufügen, Codefragmente, Grafiken über Ablaufdiagramme. Und das alles zusammen, also sowohl die menschenlesbaren als auch die maschinenlesbaren Teile, die werden dann zu einem Implementation Guide zusammengefasst. Und das ist dann das Ding, was am Ende veröffentlicht werden kann, was verteilt werden kann an verschiedene Hersteller, die das Ganze dann implementieren entsprechend und was man auch zur Ballotierung, also zur Abstimmung verwenden kann, um praktisch einen Konsens der Community herbeizuführen, dass man eben einen bestimmten Use Case mithilfe eines bestimmten Implementation Guides implementieren möchte. Ein netter Nebeneffekt dessen, dass wir hier alles, was wir festlegen, maschinenlesbar festlegen, ist, dass es das im Umkehrschluss sehr einfach macht, das, was man konkret implementiert hat, gegen den Leitfaden zu testen und zu überprüfen, ob man wirklich die Constraints, die da drin standen, bei der eigenen Implementierung alle korrekt berücksichtigt hat und ob die Ergebnisse, die die eigene Software dann erzeugt, wirklich konform sind zu den Regeln, die der jeweilige Leitfaden vorgibt. Jetzt mag sich der eine oder andere denken, das ist ja nett, aber was geht's mich an? Ich muss ja nur den fertigen Implementation Guide, der beispielsweise von der KBV dann in Form dieses MIO-Baukastens auf mich zukommt, dieses DIGA-Baukastens. Ich muss ja diesen Leitfaden dann einfach nur nehmen und das machen, was da drin steht. Das ist aber nicht ganz das Ende der Geschichte, denn dieselben technischen Mittel, die ich gerade beschrieben habe, kann natürlich beispielsweise eine KBV benutzen, um Vorgaben zu machen, wie die DIGA-Hersteller beispielsweise Daten für die EPA des Patienten bereitstellen sollen. Aber dieselben technischen Mittel kann auch ein Hersteller verwenden, um konkret zu beschreiben, was und wie er in seiner Applikation diese Vorgaben umgesetzt hat. Denn in der Regel ist es immer so, dass alle Leitfäden Optionen offen lassen, Möglichkeiten, Wahlmöglichkeiten bieten. Nicht alles, was in einem Leitfaden drinsteht, ist immer für jeden Hersteller automatisch verpflichtend, sondern es gibt vielleicht Teile, die sind Pflicht, andere Dinge, die sind optional. Es gibt vielleicht an manchen Stellen Auswahlmöglichkeiten, ob man ein bestimmtes Feld ausfüllen möchte oder nicht. Oder man kann vielleicht zwischen verschiedenen Codes auswählen, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, einen bestimmten Wert zu messen, der jeweils unterschiedlich kodiert wird. Und wenn ich dann konkret sagen möchte, wie ich diese Spezifikation umgesetzt habe, dann erstelle ich im Prinzip einen abgeleiteten Leitfaden, in dem ich die Vorgaben verwende, aber dann nochmal präzisiere, was ich in meiner Applikation jetzt konkret gemacht habe. Ob ich bestimmte Optionen umgesetzt habe, wie ich sie umgesetzt habe und beschreibe damit ganz genau und auf maschinenlesbare Art und Weise, was andere von dem Export meines Systems zu erwarten haben, sodass diejenigen, die diese Daten weiterverarbeiten und weiter nutzen wollen, ganz genau erkennen können, was hier als Export von einer bestimmten Applikation bereitgestellt wird. Und auch das ist am Ende ein Implementation Guide, weil man eben in FHIR genau dieselben Ressourcen, dieselben Bausteine benötigt, um eine Schnittstellendokumentation zu verfassen, die
von anderen Organisationen eben auch genutzt werden, um einen Implementierungsleitfaden zu erstellen. Jetzt hat aber natürlich niemand Lust, sich an einen Editor zu setzen und diese endlosen XML-Dateien zu schreiben, die man benötigt, um diese ganzen maschinenlesbaren Spezifikationen zu erstellen. Darum gibt es in der FHIR-Community zahlreiche Tools, aus denen man auswählen kann. Es gibt einerseits Tools, die eher grafisch orientiert sind, so wie hier. Da kann ich zum Beispiel einen Ressourcentyp auswählen, den ich profilieren möchte, dann ein bestimmtes Element dieser Ressource selektieren und kann dort hier jetzt die Eigenschaften dieses Elementes constrainen, kann also bestimmte Kardinalitäten ändern, könnte das Ganze an ein Value Set binden, um festzulegen, welche Werte hier erlaubt sind. Ich könnte einen festen Wert vorbelegen für dieses Element oder auch einfach nur die Beschreibungstexte verändern, um etwas genauer zu sagen, wie dieses Element in meiner Applikation benutzt wird. Weiterhin gibt es dann eben auch einen Online-Editor, der es mir dann erlaubt, am Ende meine Dokumentation zu erstellen. Das heißt, hier schreibt man einfach Markdown-Code zusammen, aus dem dann Webseiten generiert werden. Und in diesem Markdown-Code kann man dann immer wieder mit Hilfe von Platzhaltern diese automatisch generierten Visualisierungen meiner Profile einbinden, sodass ich am Ende eine schöne, konsistente Webseite, also HTML-basierte Spezifikation bekomme, die ich dann mit anderen teilen kann, durch die man schön navigieren kann und wo man dann eben auch diese Visualisierungen der Spezifikation entnehmen kann. Für die eher textbasierten Entwickler gibt es ebenfalls entsprechende Tools. Man kann das also auch in einer Programmierumgebung einfach mehr oder weniger runtertippen, indem man hier Regeln formuliert, also die Constraints praktisch textuell verfasst und dann mit Hilfe eines Bild-Tools daraus die fertigen Leitfäden automatisch generieren lässt. Das ist einfach eine Geschmacksfrage, ob man eher grafische Benutzeroberflächen präferiert oder lieber etwas auf Kommandozeilenebene macht. Wie dem auch sei, am Ende kommen aus diesen verschiedenen Tools immer standardisierte FHIR-Ressourcen raus. Das heißt, ich kann auch jederzeit zwischen diesen verschiedenen Tools wechseln. Ich kann Tools verschiedener Hersteller miteinander kombinieren. Dadurch, dass sie alle auf demselben Standard arbeiten, habe ich da ziemlich viele Auswahl und muss mich nicht von Anfang an auf das eine oder andere Tool festlegen. Das Ziel der Kooperation zwischen BfArM und KBV, unserer kleinen Firma und der Gematik, ist es jetzt, hier Vorgaben zu formulieren, also praktisch ein Rezept zu schreiben, ein Template zu erzeugen, das einen solchen Implementation Guide, der also die konkrete Schnittstellenbeschreibung einer bestimmten DIGA am Ende darstellt, das im Prinzip wie so eine Art Lückentext vorzugeben, sodass die Hersteller praktisch nur noch die Optionen, die sie ausgewählt haben, die Besonderheiten, die ihre App vielleicht von anderen unterscheiden oder von den Vorgaben unterscheiden oder vielleicht auch die Dinge, die sie zusätzlich gemacht haben, über die Vorgaben hinausgehend implementiert haben, um das dann noch zu ergänzen und dann am Ende eben eine vollständige, maschinenlesbare und korrekte Dokumentation ihrer Schnittstelle bereitstellen können, um dann diese Daten von anderen weiter nutzen lassen zu können. Hier noch ein kurzer Hinweis auf die internationale FHIR Community. Wer sich also mal mit anderen Leuten austauschen möchte, die auch mit FHIR schon was machen, sei es auf internationaler Ebene oder innerhalb Deutschlands, findet auf dieser internationalen Chat-Plattform dann verschiedene Unterforen, in denen wir uns auf Deutsch über deutsche Themen unterhalten. Aber man kann eben, wie gesagt, auch mit der internationalen Community hier in Kontakt treten. Das heißt, wer Fragen zu dem Thema hat oder Diskussionsbedarf, darf sich gerne auf dieser Plattform jederzeit beteiligen oder an einer Diskussion mitmachen oder eine Diskussion starten. Das war es von meiner Seite. Das war der kurze Überblick über zu Implementation Guides und was das Ganze mit DIGAs zu tun hat. Damit gebe ich zurück an Kai und beantworte auch gerne noch Fragen aus dem Publikum.
Ja, Simone, herzlichen Dank für diese auch sehr technischen Ausführungen, besonders aber auch für den Hinweis, dass niemand alleine ist, sondern man so in einer Community ist und da nicht hilflos sein muss. Stichwort Chat und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Zeit genug haben, noch Fragen zu beantworten, weil wir natürlich etwas ins Hintertreffen geraten sind. Deswegen würde ich sagen, jeder, der draußen vor den Schirmen ist, mag seine Frage auch in den Chat stellen, sodass wir sie dann vielleicht im Nachgang beantworten können. Außerdem ist die Präsentation natürlich und überhaupt der ganze Stream auch später auf YouTube zu sehen und dann wird das für die Ewigkeit eingefroren sein. Simone, deswegen herzlichen Dank für deine technischen Ausführungen. Wenn ich in den Saal gucke, dann wären ganz wenig Leute weggelaufen, weil das ja doch relativ technisch war. Und deswegen möchte ich jetzt überleiten zu der Dreierrunde, die wir jetzt hier aufgebaut haben. Deswegen wäre es gut, wenn ich meinen Slide jetzt dafür bekäme. Danke nochmal an Simone. Genau. Wir haben jetzt so ein paar Dinge noch zu besprechen. Ich habe zum einen ein Start-up mit Erfahrung, habe ich das mal genannt, hier Martin Lüsk und Simon Scholler von NewSense Lab sind dabei. Ihr habt schon sehr früh eine App nicht nur entwickelt, sondern auch in den neuen Fast-Track-Prozess gebracht. Und so ähnlich, wie das vielleicht dem einen oder anderen hier im Publikum gegangen ist, nach dem Motto, huch, das ist aber ganz schön technisches, eingemachtes Zeug. So ist es ja euch am Anfang auch gegangen. Die nächste Haltstation am Tisch wird Alexander Rosenberger sein von der Mio 42, ein Spin-off der KBV, die DIGA-Toolbox zur Verfügung stellt. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin auch schon angedeutet habe. Schon vieles vorgekaut und vorgemacht, was man verwenden kann und relativ einfach zusammenfügen kann. Mit dem letzten Satz von Simone, dass das alles dann in einer Art Vorlage zusammengefügt werden kann, soll das Ganze also einfacher werden. Insofern haben die beiden Startups das Problem gehabt der frühen Geburt, glaube ich, denn das gab es noch nicht und es ist sehr schön, dass das also in der DIGA-Toolbox jetzt seinen Niederschlag findet und finden wird. Martin und Simon, ihr seid ein bisschen leidgeplagt. Das ist ja so ein bisschen das, was den Zuschauern auch gerade hier passiert ist. Und es wäre toll, wenn ihr mal berichtet über eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Ihr seid ja schon ein Jahr, denke ich mal fast, dabei. Also eigentlich von Anfang an. Und habe genau das Problem gehabt, was wir heute so ein bisschen beleuchten wollten. Martin. Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass wir hier sein dürfen und ein bisschen auch über unsere Erfahrungen berichten dürfen. Ich habe auch Slides mitgebracht, wenn wir die noch bekommen könnten. Genau, ich lasse gerne immer diese linke Seite noch offen, dass man so ein bisschen noch den Kontext sieht. Genau, fokussiert gerne auf die rechte Seite. Genau, wir kommen von NewSense Lab, wie eben eingangs auch schon berichtet. Wir sind seit über einem Jahr als DIGA. Ich gehe mal kurz in die Vorstellung, das wurde ja jetzt auch schon übernommen. Genau, Simon Scholler ist mit mir dabei, freue ich mich besonders gerne, mit ihm zusammen diesen Kurzvortrag halten zu dürfen. In den nächsten 15 Minuten, ist ein relativ enges Zeitfenster für das, was wir da durchgemacht haben, wollen wir zum einen uns als NewSense Lab kurz vorstellen, weiterhin auch, was unser erste DIGA M-Sense ist, damit man das ein bisschen in den Kontext setzen kann. Dann im Anschluss die Anforderungen der DIGA-V nochmal kurz beleuchten. Also was muss eigentlich eine DIGA mitbringen bezüglich der Interoperabilität, um zugelassen zu werden? Im Anschluss gibt es dann den Kern dieser Kurzpräsentation, den Erfahrungsbericht, in dem wir beschreiben, wie es denn eigentlich einem Startup geht, was diesen Leitfaden noch nicht zur Verfügung hat, den man da vielleicht gebraucht hätte. Und dann im Anschluss nochmal die Interoperabilität im DIGA-Markt genauer zu beleuchten, also den Status quo, wo es sich eigentlich aus vielerlei Sichten hinbewegen muss oder sollte.
Ganz kurz zu der Firma. New Sense Lab wurde als Spin-off der HU 2016 gegründet. Wir sind ein sehr interdisziplinäres Team mit einem Hang zur Liebe zur Wissenschaft. Und genau, kurze Randnotiz, wir stellen auch wieder ein, falls jemand gerade auf Suche ist. Ansonsten ist das Symbol, was oben links zu sehen ist, nicht unser Firmensymbol und auch nicht das Symbol einer Muttergesellschaft, sondern es ist das Symbol unserer ersten App, M-Sense Migräne, die seit Ende 2020 als DIGA gelistet ist. Ganz kurz darauf weiter eingehend, da möchte ich jetzt kurz die App kurz vorstellen, aus was besteht die. Wir haben sehr wenig Zeit, da könnte ich stundenlang drüber berichten. Es sind vier Wirkbausteine, die M-Sense ausmachen. Das ist einmal das Monitoring des Krankheitsverlaufs, also der Patient und beobachtet sich selbst, dokumentiert unterschiedliche Lebensstilfaktoren wie Schlaf, wie Aktivität, wie Stress und dokumentiert die, reichert die eben an, um Migräneattacken und Migräneattacken und Kopfschmerzattacken und die kriegt er dann zurückgespielt im Rahmen von statistischen Auswertungen, um Zusammenhänge zu suchen. Darüber hinaus gibt es die zweite Säule, das ist die Akuthilfe. Das heißt, sollte ein Patient gerade unter einer Migräneattacke leiden oder sich eine Migräneattacke anbahnen, bekommt er hier eine Unterstützung, wie er diese Migräneattacke vermildern kann, wie er die Länge reduzieren kann oder wie er die Intensität reduzieren kann. Darüber hinaus arbeitet die App nicht medikamentös an prophylaktisch. Das heißt, wir bieten in der App Entspannungsverfahren an, physiotherapeutische Maßnahmen werden eingeleitet und psychotherapeutische Methodiken werden verwendet, um prophylaktisch gegen die Migräne zu arbeiten. Der vierte Punkt ist auch besonders in dem Umfeld jetzt der Interoperabilität relativ wichtig, ist die Arzt-Patienten-Kommunikation. Hier und hat die App im Grunde genommen bisher einen PDF-Report, der dann von dem Patienten ausgedruckt wird und dann mit zum Arzt genommen wird. Das ist jetzt, was die Digitalisierung angeht, jetzt nicht unbedingt das Ziel der ganzen Dinge. Genau, also es gibt in diesem Kontext eben sehr viele Daten, die dokumentiert werden und die dann in irgendeiner Form einem Arzt zur Verfügung gestellt werden sollen. So viel zu der M-Sense-App selbst. Im zweiten Punkt wollen wir kurz auf die Anforderungen eingehen, die man als DIGA mitbringen muss, um eben auch gelistet werden zu können in Bezug auf die Interoperabilität. Hier ein kurzer Einblick in den Fragebogenkatalog, den man als DIGA beantworten muss. Manche von Ihnen mögen das vielleicht kennen. Das sind 123 Fragen, die man alle mit Ja beantworten sollte oder muss. Und uns hat 2020, haben wir diesen DIGA-Antrag gestellt. Das heißt, New Sense Lab hat eben nicht nur die pandemische Situation beschäftigt, wie plötzlicher Switch auf Homeoffice, Homeschooling, und die ganzen Thematiken, die damit einhergehen mit dem Lockdown, sondern eben auch unser erster Antrag als DIGA beim BfArM. Und da sind 123 Fragen, die man plötzlich, mit denen man konfrontiert ist als Hersteller, von denen sich dann tatsächlich aber nur drei der Interoperabilität, also die für uns relevant waren, widmen. Wenn man jetzt sich das anschaut, muss man als Hersteller natürlich in einer gewissen Form auch priorisieren, gucken, wo ist eigentlich der am schnellste oder beste Pfad für einen, wo kann man Dinge sich aussparen, wo kann man Dinge später ergänzen, wenn man alle Fragen mit Ja beantworten muss. Und genau darum geht es jetzt. Zu vielen dieser Themen gab es kein Blueprint. DIGA war von jetzt auf gleich. Es ging sehr, sehr schnell und man wurde sehr oft von auch sich ändernden Anforderungen konfrontiert. Und genau, wie es uns damit geht, da wird jetzt Simon Scholler im nächsten Schritt, wo es um den Erfahrungsbericht von unserer Seite geht, etwas berichten. Genau, also ich werde Sie jetzt kurz durch die Historie leiten. Interoperabilität und FHIR war jetzt nicht eines der Hauptthemen, was wir von Tag 1 gemacht haben natürlich. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Wir haben aber wirklich relativ früh damit angefangen. Also wir hatten schon im Januar 2019, da gab es den Referentenentwurf der DIGA noch gar nicht.
hatten wir ein Gespräch mit Silvia Thun vom Berlin Institute of Health, wo es eben um FHIR ging, wo wir ein erstes Gespräch hatten und eben darüber nachgedacht haben, wie wir die Daten, die wir in der App haben, exportieren können oder eben in dem interoperablen Format zur Verfügung stellen können. Wir haben auch früh schon drüber nachgedacht, da ging es um das Apple Health Kit, was ja eben auch FHIR verwendet. Also in diesem Bezug hatten wir auch schon Kontakt damit, hatten also immer sozusagen eigentlich auch die Idee, irgendwann einen Export in FHIR eben darzustellen. Das wurde dann ein bisschen expliziter dadurch, dass die Liga das ja auch explizit vorgeschrieben hat. Das heißt, wir mussten uns damit beschäftigen. Wir hatten dann Telefonate mit dem BIH, hatten einmal eine Präsentation, eine längere, die wir mit dem BIH, mit der Arbeitsgruppe da vorbereitet haben, die uns Rückmeldung gegeben haben, wie wir verschiedene Daten, die wir in der App haben, umsetzen könnten mit FHIR. Das war sozusagen so ein erster Aufschlag. Ich hatte auch ein Telefonat mit Ihnen, Herr Heidmann, genau, das gab uns einen ersten Eindruck. Das Zwischenfazit war trotzdem, okay, das ist doch ein bisschen komplizierter, als wir es uns erhofft hätten. Es ist auch schwierig, wenn man sozusagen erstmal gar keine Ahnung davon hat und in dieses Thema sozusagen ganz frisch reinkommt. Wirkt das an manchen Stellen schon ein bisschen überfordernd. Und die Hilfe war sozusagen punktuell da, aber es gab eben keine sozusagen durchgehende Unterstützung. Ich glaube, das ist das, was uns vielleicht auch sozusagen, da wir einen der ersten Ligas waren, so ein bisschen gefehlt hat. Und das zusammen mit dem Punkt, den Martin schon genannt hat, die sonstigen Anforderungen waren sehr, sehr zeitintensiv. Es war eine spezielle Zeit. Wir mussten so ein bisschen priorisieren und es war so ein bisschen die Frage, gehen wir dieses Risiko ein, FHIR als Exportformat zu verwenden oder gibt es eine andere Möglichkeit? Und letztendlich haben wir uns eben, das war ein bisschen analog auch zu anderen Liga-Herstellern, also nicht allen, aber einigen, dazu entschieden, selbst einen Datenexportstandard zu definieren, den Investor-Verzeichnis zu veröffentlichen und da eben sozusagen den Leitfaden oder den Implementierungsleitfaden dort zu veröffentlichen. Wir haben uns auf JSON und in Verbindung mit JSON Schema geeinigt. JSON Schema dadurch, um sozusagen das auch prüfen zu können, sozusagen, dass eine Exportdatei den Anforderungen genügt, also ähnlich wie die Constraints, die in FHIR verwendet werden. Und das ist sozusagen die Lösung, auf die wir uns dann auch aufgrund der zeitlichen Lage und aufgrund sozusagen der Hoffnung, hoffentlich kommt da in Zukunft noch ein bisschen mehr Unterstützung auf verschiedenen Seiten. Das haben wir jetzt auch gesehen, also einerseits von MIO42, andererseits hat Frau Heckmann gesagt, dass es da in die Richtung, was sozusagen den Implementierungsleitfaden angeht, auch einiges passiert. Also finde ich sehr erfreulich, gab es eben damals alles noch nicht. Kurz nochmal zum Hintergrund, wieso wir uns dafür entschieden haben. Also wir wussten schon, dass FHIR natürlich die präferierte Lösung ist. Das hat Herr Heidmann, das haben Sie natürlich gesagt. Das hat im Prinzip, wir wussten auch, dass es in Zukunft dahin geht. Uns war auch klar, dass wir das irgendwann umsetzen werden. Wir dachten nur sozusagen, wir setzen es nicht sofort um. Der Grund dafür war ein bisschen, es war ein bisschen eine Auslegungssache, glaube ich, aus dem DIGA-Fragebogen. Also hier wird darüber gesprochen, die Daten müssen exportiert werden in einem interoperablen Format. Der Export muss in einem offenen, anerkannten internationalen Standard erfolgen. Da ist erstmal die Frage, was ist das? Und wenn der in diesem offenen, anerkannten internationalen Standard erfolgt, dann muss die Aufnahme eben des Standards im Investor-Verzeichnis beantragt werden. Das ist genau das, was wir gemacht haben. Das ist jetzt der DIGA-Fragebogen in der DIGA, der DIGA-Leitfaden. Spricht von was Ähnlichem, aber ein bisschen anders. Er spricht nämlich jetzt nicht mehr von dem offenen internationalen erkannten Standard, sondern es muss ein Schnittstellen- und / oder Semantikstandard sein. Auch nicht ganz leicht zu verstehen, was das genau beinhaltet und nicht beinhaltet. Wenn man in die DIGAF selbst guckt, dann steht es eigentlich relativ klar da. Also hier wird von technischer und semantischer Interoperabilität gesprochen. Aber es gibt leicht unterschiedliches Wording, so innerhalb der DIGAF, aber auch im DIGA-Leitfaden. Jetzt ist so ein bisschen die Frage sozusagen, was gilt? Gilt die DIGAF, gilt der Fragebogen, gilt der Leitfaden? Im Endeffekt gilt sozusagen das, was das BfArM zulässt und was es nicht zulässt.
Das ist das Resultat. Rein rechtlich ist es so, dass eigentlich die DIGAF bindend ist und der Leitfaden eben eine Erklärung der DIGAF sein sollte. Genau. Das jetzt zum kurzen Exkurs. Ich gehe mal weiter. Also wir haben den Datenexport im Endeffekt erstellt. 13 Seiten, haben uns da viel Mühe gegeben, das gut zu erklären, was wir machen, welche Datenformate. Und das Datenformat ist auch so, dass es wirklich auch von anderen Apps im Prinzip verwendet werden kann. Also es ist ziemlich generisch. Haben diesen Standard dann im Master-Verzeichnis hochgeladen. Hier nochmal kurz das JSON-Schema. Also ein Ausschnitt davon, der das Exportformat beschreibt und eben zur syntaktischen Prüfung verwendet werden kann. Und genau, haben den dann im Dezember 2020 hochgeladen, haben Mitte Dezember 2020 sind wir ins Verzeichnis aufgenommen worden und dafür war für uns jetzt erstmal die Sache erledigt. Sah gut aus und ging auch eine Zeit lang gut, aber eben nicht ewig. Und da macht Martin weiter. Ja, so ging es uns im Dezember 2020. Natürlich waren wir wegen des Lockdowns nicht in Urlaub und es lag eigentlich auch kein Schnee, aber das ist das Einzige. Sonst ging es uns gut im Dezember. Wir haben uns wohlgefühlt, alles super, bis dann im Juni Post vom BfArM kam. Vielleicht ganz kurz, bei JSON und JSON Schema handelt es sich um einen syntaktischen Standard, nicht um einen semantischen Standard, wie beispielsweise FHIR. Es ist jedoch zwingend, ein semantischer Standard zu verwenden. Das ist dann ein Post vom BfArM, auf die man dann innerhalb der nächsten 1,5 Wochen bitte Stellung nehmen soll. Genau, da fingen dann im Juni unsere Kopfschmerzen von vorne an. Wir haben uns dann erneut mit dem HIH, mit Ihnen, Herrn Heidmann, und auch mit der MIO 42 ausgetauscht. Wir haben außerdem den Kontakt direkt mit dem BfArM gesucht und inklusive des BfArMs kamen wir gemeinsam zu dem Fazit, dass das, was wir jetzt dann als nächstes machen dürfen bzw. müssen, damit wir weiter gelistet bleiben, zwar nicht besonders sinnvoll, aber doch notwendig ist. Warum nicht besonders sinnvoll? Da werden wir dann im nächsten Schritt nochmal drauf hinauskommen. Was wir dann im letzten Endes gemacht haben, ist, dass wir sehr schnell eine neue Interims-Export definiert haben, basierend auf FHIR. Und dabei eben dieses als Exportformat als FHIR-Bundle mit existierenden FHIR-Profilen dann zur Verfügung gestellt haben. Das Ganze haben wir dann umgesetzt in der App, entsprechend des Zeitdrucks, der da notwendig war, und haben damit dann am 7.7.2021, also ungefähr 1,5 Monate später, das BfArM damit doch zufriedenstellen können. Was aber voraussichtlich dann mit einer weiteren Änderung im Q3 2022 einhergeht, in der wir dann den Standard erneut anpassen dürfen, weil es bis dahin dann voraussichtlich die MIOs gibt, die dann eingesetzt werden. Da wird sicherlich später noch sehr umfangreich zugesprochen. Genau, damit sind wir eigentlich mit diesem Erfahrungsbericht soweit durch. Jetzt möchte ich gerne noch mal kurz auf den Status quo, also was hat das eigentlich zur Folge, eingehen und dann einen kurzen Ausblick geben, wo wir eigentlich hin müssen und wo wir eigentlich uns auch gerade hin bewegen. Was, glaube ich, ganz gut auch überleitet dann zu dem, was MIO 42 macht. Aktueller Stand, was heißt das denn jetzt? Es gibt keinen Leitfaden, an den sich alle DIGA-Hersteller orientieren können. Den gibt es de facto heute noch nicht. Aber man muss, wie gesagt, das einhalten. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem, warum ist das nicht besonders sinnvoll? Weil genau dadurch Folgendes entsteht. Also es gibt einige DIGA-Hersteller wie dieser DIGA-Hersteller 1, der eigentlich so einen ganz guten Weg gefunden hat, nutzt jetzt ausschließlich existierende FHIR-Profile. Dann gibt es und existiert all seine Daten, findet entsprechende Profile, die er nutzen kann, entsprechende Einträge, um alles abzubilden, was in der App enthalten ist. Es gibt einen zweiten DIGA-Hersteller, der Teile seiner App exportieren kann, weil er sich dort in den Profilen entsprechend wiederfindet und kein eigenes Standard in Vesta-Verzeichnis veröffentlichen möchte. Es gibt den dritten DIGA-Hersteller, das waren wir in der Vergangenheit, und es gibt de facto auch heute noch welche, die das genauso fahren und auch im Verzeichnis sind. Da wird vom BfArM tatsächlich sehr unterschiedlich auch bewertet, was für uns als Hersteller sehr untransparent und unverständlich ist, weil wir wurden konfrontiert mit, ihr müsst das jetzt machen, andere Hersteller sind dem noch nicht 100% nachgezogen. Das heißt, es gibt da immer noch eigene Formate
Und es gibt die, die es eigentlich so am besten gemacht hätten nach der alten Welt. Sie haben ein komplett eigenes Feierprofil definiert und alles genau beschrieben. Auch das ist nach der alten Welt das Beste, das Optimum, weil es führt nicht zu dem, wo wir eigentlich hin müssen. Ganz gut, kurz hier nochmal dieser Overlay von Einordnung, ob es valide ist oder nicht. Ich skippe das aufgrund der Zeit jetzt mal. Wo wir hin müssen, ist eigentlich das viel Wichtigere, nämlich dass es eine gemeinsame Schnittstelle zwischen den DIGAs gibt. Warum machen wir das eigentlich alles? Auch das muss der DIGA mehr oder dem DIGA-Hersteller mehr klar gemacht werden. Wir sind erstmal ja der Kontext unserer DIGA. Das ist unsere DIGA, da kann der Patient sich drin bewegen, aber der Patient bewegt sich in einem sehr viel größeren Kontext. Der Patient bewegt sich in einem Kontext, in dem er einen Arztbesuch hat, in dem er mehrere Apps verwendet, in dem diese Daten, die er täglich eingibt, auch in anderen Kontexten diese Daten auch Verwendung finden sollen. Das funktioniert nur, wenn diese Daten entsprechend beschrieben sind. Und das funktioniert in einem System wie dem Gesundheitssystem erst recht nur, wenn diese Daten sich auch weit genug ähneln, dass die auch dargestellt werden können. Was meine ich damit? Wichtig ist, dass es eine große Schnittmenge zwischen den DIGA-Herstellern gibt, zwischen dem, was das Datenexportformat angeht. Das heißt, wenn ein DIGA-Hersteller einen Blutdruck exportiert, dann sollte der möglichst nach allen anderen DIGAs auch der gleiche Blutdruck sein und nicht eben mit einem anderen, das hatten wir vorhin, Code versehen werden, weil sonst ein anderer Kontext, wie zum Beispiel die Praxissoftware, damit nicht umgehen kann. Und dann sind wir wieder bei dem Export, der eigentlich nur des Exportes wegen da ist. Und er soll eigentlich woanders importiert werden. Und genau das ist der nächste Schritt, der jetzt notwendig ist, dass es ein Framework gibt, eine Leitlinie, an denen sich die DIGA-Hersteller orientieren können, dass es eben keinen Flickenteppich von Exportformaten gibt, die alle vielleicht das Gleiche sagen, das Gleiche meinen, aber unterschiedliches sagen. Und genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Deswegen ist es nicht sinnvoll, was wir gemacht haben, aber es war notwendig, weil es eben vorgeschrieben war. Genau. Dann kommen wir zum letzten Punkt, nochmal zu einer Zusammenfassung. Da habe ich, glaube ich, weitestgehend alles schon gesagt. Interoperabilität ist wichtig, weil die Gesundheitsdaten nicht nur im Kontext der App verwendet werden sollen oder von der DIGA selbst. Problem war damals fehlende einheitliche MIOs, die jetzt aufgebaut werden. Der Zeitrahmen sollte eben sinnvoll gesetzt werden. Es kann nicht sein, dass ein Hersteller jetzt schon Interoperabilität abbilden muss und es keinen sinnvollen Import gibt. Den gibt es nicht, weil es dieses Standard nicht gibt, unter dem es Verwendung finden könnte. Beziehungsweise es gibt diese MIOs noch nicht. Und für die Zukunft ja, sieht es besser aus, weil genau die MIO 42 genau das Richtige gemacht hat aus unserer Sicht. Sie geht an die Hersteller heran, fragt nach den Formaten, es führt zu einem inhaltlichen Austausch und so wird ein gemeinsames Format definiert, was eben auch einen Common Agreement darstellt. Also es wird nicht oktroyiert, das ist das Format, das muss für euch passen. Passt eure Daten so an, dass es passt, sondern es wird eben ein gemeinsamer Standard definiert. Und dazu der letzte Punkt, was uns dann doch auch gefreut hat, die Arbeit, die wir da reingesteckt haben, abgesehen von den 1,5 Monaten, war nicht vergeben. Und sonst ist es ja nie. Aber wir konnten durch dieses Schema, was wir beschrieben haben, dieses JSON-Schema, was wir sehr detailliert und genau beschrieben haben, im Grunde genommen auch eine sehr gute Vorlage für die MIO 42 bereitstellen. Damit möchte ich eigentlich, genau, den kurzen Vortrag. Ich glaube, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber abschließend. Ja, wir sind alle ein bisschen über die Zeit. Mal gucken, wie wir jetzt noch weiter zurechtkommen. Aber erstmal herzlichen Dank euch beiden, dass ihr eure Erfahrung geschildert habt und auch kein Blatt vor den Mund genommen habt. Das ist ja auch, war mir wichtig. Der ganze DIGA Fast Track ist ja so ähnlich wie Neuland betreten. Oder ich vergleiche das jetzt mal mit, wenn ein See zugefroren ist, da geht man auch nicht einfach so drauf, sondern da macht man vorher so ein bisschen Tipp-Tipp und guckt, ob das Eis in Ordnung ist und dann geht man weiter. So ähnlich ist das mit dem Fast Track auch und so ähnlich ist es auch mit der Interoperabilität, die immer weiter, sagen wir mal, unterstützt wird und auch definiert wird und eingeschränkt wird. In Anbetracht der Zeit haben wir jetzt schon gerade gehört, dass eine Menge passiert ist, auch unter anderem, dass ihr gesagt habt, wir brauchen Hilfestellung. Und da ist etwas passiert, was mich auch sehr freut. Die MIO 42, die ja für die semantischen und strukturellen Inhalte in der EPA zuständig ist, eigentlich sage ich jetzt mal eben kurz, hat sich einfach gesagt, na, wenn wir das schon können, dann können wir das auch für DIGAs. Und ihr habt was, auch was gemacht,
etwas Fantastisches gemacht, wie ich finde. Ihr habt nämlich genau das gemacht, was wir vorhin auch schon so erzählt haben, was ihr eigentlich brauchtet, nämlich die Digger Toolbox. Alexander, wir haben dich hier, Alexander Rosenberger von der MIO42. Hi. Kannst du mal berichten, was ihr da gemacht habt? Ich glaube, jetzt muss man da... Ja, total gerne. Alexander Rosenberger, ich bin Projektleiter bei der MIO42. Kurz einleitend, wir sind eine Tochtergesellschaft von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das heißt, wir sind da schon sehr eng verbandelt, aber machen natürlich auch so ein bisschen unser Ding und haben eben den Schwerpunkt vor allem auf Interoperabilität, Semantik, Syntaktik. Genau. Ich möchte heute gerne kurz vorstellen, was wir eigentlich tun, was bislang passiert ist und was zukünftig noch passieren wird. Und zum Glück haben meine VorrednerInnen schon sehr viel vorweggenommen. Danke auch nochmal Martin und Simon, weil das sehr gut überleitet auch zu dem, was wir tun. Ich gönne trotzdem zwei Seiten, um ganz kurz mal allgemein was zu medizinischen Informationsobjekten, kurz MIOs, zu sagen. Letztendlich verstehen wir unter MIOS digitale Informationsbausteine mit medizinischen Daten. Und Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist eben, und das haben wir jetzt auch schon in den Vorträgen zuvor gehört, dass diese von allen Akteuren im Gesundheitswesen lesbar und bearbeitbar sind. Und dafür ist es eben notwendig, dass internationale Standards und entsprechende Terminologien verwendet werden und das Ganze auch natürlich mit Codes hinterlegt wird, damit das auch verständlich von jedem System ist. Und in der MIO arbeiten wir deswegen auch in interdisziplinären Team, um das aus möglichst vielen Perspektiven auch erfolgreich gestalten zu können, diese Entwicklung. Das heißt, wir haben Mediziner bei uns, wir haben Terminologen, wir haben Informatiker, die das Ganze dann in die richtige Form bringen. Und am Anfang steht die Entwicklung eines sogenannten Datenmodells, was bei uns Informationsmodell genannt wird, was dann später zum Ende der Erstellungsphase, bevor so ein MIO dann in die öffentliche Kommentierung geht, in eine FHIR-Spezifikation transformiert wird. Was ist überhaupt die rechtliche Ausgangslage für unser MIO? Weil Kai Heidmann hat gerade zwar gesagt, wir waren natürlich sehr engagiert und das stimmt auch, aber es gibt natürlich auch einen gewissen rechtlichen Rahmen dazu. Im Rahmen des DVPMG wurde eben festgelegt, dass Daten aus DIGA in einem interoperablen Format auf Wunsch der versicherten Person in die EPA eingestellt werden können. Und damit verbunden war auch der Auftrag, dass wir hierzu erstmalig eine semantische und eine syntaktische Festlegung für DIGA-Daten treffen. Erstmalig ist genauso zu verstehen, wie es hier auch steht. Wir werden dieses MIO, das DIGA-Toolkit, fortlaufend fortschreiben, weil wir natürlich auch damit rechnen, dass es mehr DIGA geben wird. Wir hören das immer wieder, dass es natürlich auch ganz andere Indikationen gibt, die noch in der Pipeline stehen. Das heißt, hier ist die Fortschreibung extrem relevant und wird dann auch halbjährlich passieren. Der Gesetzgeber hatte auch Beispiele genannt, was die versorgungsrelevanten Datenauszüge betrifft, zum Beispiel Diabetes-Tagebücher, EKGs, Schmerztagebücher. Welchen Anwendungsfall betrachten wir konkret beim DIGA-Toolkit? Das ist hier zu sehen. Wir haben hier in der Mitte die DIGA. Hier haben wir jetzt als Beispiel mal Somnio. Diese überträgt oder soll Daten über das MIO in Richtung EPA übertragen. Möglicherweise wird die DIGA dann auch noch durch Werte aus Hilfsgeräten, Wearables gefüttert. Das ist auch nochmal ein Punkt, der durch uns betrachtet wird, wenn wir über die DIGA-Sensorschnittstelle sprechen. Wenn wir weiter rechts schauen, sehen wir, was noch mit den Daten, die aus DIGA exportiert werden, passieren soll. Und zwar, dass der Leistungserbringer, Leistungserbringerin möglicherweise auch Zugriff erhält und diese weiter für die Primärdokumentation dann nutzen kann im Versorgungsalltag. Was sind unsere Rahmenbedingungen? Wir hatten es schon gehört, wir wollen dieses MIO erstmalig eben festlegen, um die versorgungsrelevanten Daten der DIGA in die EPA zu bekommen. Dafür haben wir eine relativ große Auswahl an DIGA betrachtet und wir sehen das später auch noch, die Kommunikation natürlich zu den DIGA-Hersteller und Herstellerinnen aufgebaut. Wir
wollen unbedingt sicherstellen, dass unsere MIO-Festlegung nicht statisch ist, sondern auch erweiterbar ist, um eben perspektivisch auch die Fortschreibung möglichst einfach zu halten und diese Potenziale auch leisten zu können. Wie sind wir vorgegangen? Was bedeutet überhaupt Toolkit? Wir verstehen darunter ein strukturiertes und ausdefiniertes Modell. Dieses soll aber möglichst viele DIGA- und Anwendungsfälle abdecken. Und das sehen wir gleich auch noch, wie wir das letztendlich gewährleisten wollen. Um überhaupt der Bandbreite auch an Daten gerecht zu werden, werden wir im ersten Schritt sehr viele freie Profile verwenden. Darunter kann man sich vorstellen, dass wir zwar den Rahmen vorgeben, wie Daten einzutragen sind, aber beispielsweise keine konkreten Value-Sets beispielsweise vorgehen, die verbindlich sind für DIGA-Hashler, weil wir einfach gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt wissen können, wie viele Konzepte, wie viele Codes sind möglicherweise relevant in diesem DIGA-Kontext. Wir wollen aber mit der Zeit für häufig genutzte Elemente bzw. Konzepte auch konkrete Profile abbilden, sofern das denn ja auch notwendig ist, weil Schnittmengen zwischen verschiedenen DIGA bestehen. Hier ist jetzt einmal die Toolkit-Datenstruktur abgebildet mit diesen verschiedenen Lego-Steinen. Wir sehen hier auch gleich einen Unterschied zwischen der oberen und unteren Ebene. Hier oben haben wir solche Module wie persönliche Angaben und Metadaten. Diese sind für alle DIGA-HerstellerInnen verpflichtend umzusetzen. Weil wir natürlich wissen, dass aber auf der medizinischen Seite nicht für jede DIGA jedes medizinische Modul unbedingt relevant ist, wir aber ja das Prinzip eines Baukastens verfolgen wollen, haben wir gesagt, alle medizinisch relevanten Informationen und später nennen wir das in der FHIR-Spezifikation Profile, sind als optionale Module verwendbar. Das heißt, alle DIGA-Hersteller haben dann die Möglichkeit, die für sich relevanten Informationen aus dem Toolkit herauszunehmen und diese dann für sich zu implementieren. Der Projektzeitplan nur ganz kurz. Ich gehe später auch nochmal auf das Thema Kommentierung ein. Wir sind mit der Erstellungsphase fertig. Das ist so klassisch bei uns. Wir gehen in die Erstellung. Da stimmen wir uns dann natürlich schon intensiv auch mit Stakeholdern ab. Hier in dem Fall bei diesem MIO insbesondere natürlich auch mit den DIGA-Herstellern. Jetzt befinden wir uns in der Kommentierung. Die Werbung dafür folgt gleich. Wir planen das Ganze, also das MIO im Laufe des kommenden Jahres, im zweiten Quartal, vermutlich im Mai zu veröffentlichen, sodass dann auch die Implementierung möglich ist durch die DIGA-Herstellerin. Und damit verbunden ist natürlich auch gleich die Fortschreibung. Das heißt, es wird hier einen kontinuierlichen Flow geben, was die Weiterentwicklung dieses MIOs angeht. Hier jetzt nochmal die Übersicht des Use Cases etwas anders dargestellt. Wir sehen hier unten die Hände mit den Smartphones in der Hand und eine Auswahl von DIGA. Die Kollegen von New Sense Lab sind auch mit dabei. Das ist die Vorstellung, die wir haben, die wir tragen und die wir auch mit Überzeugung jetzt in die Kommentierung mitgenommen haben, dass eben diese Daten aus DIGA über unser Toolkit sozusagen transportiert werden können in Richtung EPA und dann alle, die das wollen, natürlich diese Informationen auch, die versicherten Personen in ihrer EPA diese Informationen abrufen können. Um nochmal ein bisschen auch auf unserer Seite zu den Herausforderungen zu sprechen, nochmal eine etwas veränderte Darstellung. Wir sehen jetzt hier auf unserem Toolkit ein großes Fragezeichen. Zu Anfang war das für uns nicht so eindeutig, welche Daten eigentlich wirklich relevant sind, weil es gab zu Anfang nirgendwo eine Stelle, wo wir jetzt Einblick direkt hatten, was die Daten einer DIGA angeht. Und dadurch ist es natürlich auch sehr schwer, eine maßgeschneiderte Datenstruktur zu entwickeln. Und das war natürlich auch für uns dann der ausschlaggebende Grund, warum wir in die Gespräche mit DIGA-Herstellern gegangen sind. Das heißt, wir haben im Laufe des vergangenen Jahres DIGA-Workshops durchgeführt. Wir sind in einzelne Sessions auch mit DIGA-Herstellern gegangen, unter anderem auch mit Simon und Martin, um uns abzustimmen. Wir haben die Möglichkeit geboten, auch unsere Datenstruktur schon vorzukommentieren, um möglichst mit einem sehr hochwertigen Produkt auch in die Kommentierung jetzt öffentlich zu starten.
Und wir haben auch gemerkt in Umfragen, dass durchaus der Bedarf an Support da ist. Der Workshop wurde als sehr hilfreich empfunden, dass tatsächlich keine gefälschte Grafik hier, also es war wirklich 100%ige Zustimmung, kann ich, also da lege ich meine Hand für ins Feuer, es war ein Erfolg. Und wir haben auch gemerkt, dass eben gerade beim Thema Support auch die, der Wunsch aufkam, dass wir mehr unterstützen, und wir merken das auch jetzt, dass immer mehr DIGA-Hersteller, die noch gar nicht aufgenommen sind im Verzeichnis, sich an uns wenden, eben wirklich die Expertise von uns haben wollen und auch vorab schon wissen wollen, wie machen wir es eigentlich richtig. Die Perspektiven sehen so aus. Gemäß der Änderungen zur DIGAF wird das MIO als bevorzugter Interop-Standard proklamiert. Es soll zukünftig auch so sein, dass die Datenexporte von DIGA im Rahmen des Fast-Track-Verfahrens an uns übermittelt werden. Das steht noch in Abstimmung. Und das hatte ich schon gesagt, die Fortschreibung des DIGA-Toolkits wird alle 6 Monate gemäß der Vorgaben im Gesetz auch erfolgen. Jetzt nochmal kurz zur Kommentierung. Die ist vorgestern gestartet. Ich lade wirklich alle ganz herzlich ein, auch daran teilzunehmen. Und ich würde mal ganz kurz reinklicken, damit Sie auch sehen, wie Sie sich hier zurechtfinden. Sie sehen jetzt hier die Startseite zum DIGA-Toolkit. Hier finden Sie erstmal so ein paar übersichtliche Informationen zu unserem MIO. Wie gestaltet sich die MIO-Umsetzung? Wo stehen wir etc.? Und wenn Sie dann links hier in dem Menü die verschiedenen Punkte auswählen, dann sehen Sie das, was ich zu Anfang gesagt hatte. Sie können zum einen unter der inhaltlichen Darstellung in die Datenstruktur reinklicken. Das heißt, Sie können sich hier unter Abschnitte beispielsweise die verschiedenen Module, die wir jetzt berücksichtigt haben, in MIO anschauen. Sie sehen dann darin auch, welche Kardinalitäten wir beispielsweise berücksichtigt haben. Oh, ja, vielen Dank für den Hinweis. Kannst du vielleicht noch kurz fassen jetzt für den Schluss? Nee, doch. Okay, dann kürze ich ab. Ich würde in den Chat noch kurz den Link zur Kommentierung schicken. Und als Schlusswort, ich lade wirklich jeden ein, insbesondere natürlich die DIGA-Hersteller, das Ganze zu kommentieren, sich das genau anzuschauen, weil das ist nur der Anfang von einem, glaube ich, sehr langen Prozess, den wir jetzt hier begonnen haben. Und ich glaube, wir schaffen das nur, ein wirklich gutes MIO mit euch, mit Ihnen gemeinsam zu gestalten, wenn ihr teilnimmt, wenn ihr kommentiert. Und wenn wir das Produkt letztendlich feinschleifen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Alexander. Nochmal ein ganz deutlicher Hinweis auf die Community an der Stelle, dass jeder dort mitmachen kann. Es wird weitere Hilfestellungen geben. Dazu hat sich eine Arbeitsgruppe formiert, die von der Gematik koordiniert wird und detaillierte Infos und Tipps für DIGA-Hersteller zusammenstellt. Darin werden auch Beispiele und Vorlagen zum Beispiel von Leitfäden angeboten. Die Ergebnisse werden bald in geeigneter Form publiziert werden. Und nahezu atemlos geht es auch noch mit weiteren Workshops zum Thema weiter. Unser Workshop Interoperabilität bei DIGA ist nun fast zu Ende, aber das Thema ist nicht verloren, es geht weiter. Und ich begrüße Professor Fürstener vom Institut für Medizinische Informatik der Charité. Von dort aus gibt es nämlich weitere Hilfe, weitere Unterstützung zu dem Thema. Hallo, Herr Fürstener. Ja, hallo, ich grüße Sie, Herr Heidmann. Prima, dass Sie kurz dabei sind. Wie gesagt, unser Workshop ist vorbei, aber es geht ja weiter. Was planen Sie? Wir planen aktuell eine Workshop-Reihe, in der wir die zukunftsoffene Gestaltung von digitalen Versorgungsabläufen zwischen DIGAs, Hilfsmitteln und EPA untersuchen wollen. Und der geht auch schon bald los. Wir haben heute den 3. November. Sie treffen, glaube ich, der erste Workshop wird schon am 11. November sein, richtig? Genau, unser Projekt ist am 1.10. gestartet und wir sind schon mitten dabei, den ersten Workshop vorzubereiten. Im Rahmen des ersten Workshops wollen wir uns jetzt spezieller nochmal mit der Zukunft der DIGAs beschäftigen und aber auch eine Landkarte der Interoperabilität entwickeln. Daneben wollen wir auch wirklich eine Reihe von spezifischen Thesen für die Interoperabilität von DIGAs diskutieren, insbesondere die Datenportabilität von DIGAs, also dass man Daten zwischen DIGAs austauschen und mitnehmen kann. Und auch solche Themen wie die anonyme Nutzung von DIGAs sollen im Mittelpunkt stehen.
Na, das ist ein üppiges Programm und der Workshop am 11. November ist ja eigentlich auch nur der Auftakt. Wie viel planen Sie denn da noch und wie lange wird das dauern? Haben Sie da eine Idee zu? Genau, insgesamt haben wir 6 Workshops und eine Abschlussveranstaltung geplant. Mhm. Im Rahmen des Auftaktveranstaltung werden wir, wie gesagt, auf die gerade genannten Themen eingehen. Daneben planen wir aber dann, in die einzelnen Themenbereiche noch tiefer einzusteigen. Also uns beispielsweise im zweiten Workshop spezieller mit den DIGA-MIOS zu beschäftigen, also den medizinischen Informationsobjekten zum Austausch zwischen DIGA und EPA beispielsweise. Wollen uns dann in einem Workshop spezieller auch noch um das Thema DIGA-EPA-Schnittstelle kümmern. Im vierten Workshop wollen wir dann das Thema DIGA und Geräte nochmal stärker anfassen. Im fünften Workshop wollen wir uns an der Schnittstelle zwischen Hilfsmitteln, Implantaten und DIGAs bewegen. Und im sechsten Workshop wollen wir dann auch noch das Thema Telemonitoring-Anwendung betrachten. Na, das ist ein rundes Programm. Wenn man mitmachen möchte, wie funktioniert das am besten? Genau, also wir freuen uns über Ihre Ideen, Zusendungen, Kommentare über Ihre Beiträge und suchen noch Experten, die wir auch im Rahmen unserer Workshops einladen können. Wenn man mitmachen will, am besten eine E-Mail an diga@charite.de und oder auf unsere Webseite, die hier neben mir auch eingeblendet ist. Genau, das ist da entsprechend eingeblendet. Super, Herr Fürstenau, vielen Dank und viel Erfolg für die Workshop-Reihe. Bin sehr froh, dass das alles weitergeht. Da gibt es sicherlich noch viel zu diskutieren. Und danke, dass Sie sich dieser Sache angenommen haben. Vielen Dank, Herr Heidmann. Dankeschön.